Wir lieben Eis am Stiel und jede Menge Party. Erstmal vielen, vielen Dank an ProSieben, an das ganze TAF-Team für diesen tollen Bericht. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Am 6.8. hatten wir die große Partytour in Gelsenkirchen, zu Gast natürlich mit Sachi Neu, und wir haben unsere neue Single vorgestellt, Wir lieben Eis am Stiel. Aber schaut einfach mal selbst rein, jetzt kommt der Bericht. Geschäft mit dem Hype um seinen kultigen Kinocharakter macht. Ich mach das gerne. Ich mach alles, was kann ein Erfolg sein. Phänomen Paraderolle in Hollywood Fluch, Segen, Goldgrube und alles dazwischen. Gelsenkirchen Sonntagnachmittag. Schlagerklänge, Grillwürstchen und ganz viel gute Laune, trotz des gar nicht sommerlichen Wetters. Und mittendrin Sachi Neu. Der wohl wuschigste Teenager, den die Kinoleinwand je gesehen hat. Die Komödie über die Eskapaden pubertierender Halbwüchsiger von 1978 heizt sogar eine Golden Globe-Nominierung an. 7 Fortsetzungen lassen in zig Ländern die Kinokassen klingeln und sind weltweit Kult. Wir waren mit Eis überall auf der Welt. Und jetzt eben Gelsenkirchen. Backstage zwischen Küchenzeile, Kunstblume und Kaffeebechern bereitet sich der Schauspieler auf seinen großen Auftritt vor. Denn auch mit 70 kann er es immer noch nicht lassen, will jetzt als Schlagersänger durchstarten. Und auch da geht's, wie sollte es anders sein, nur um das eine. Und dabei findet Sachi Neu, der nach eigener Aussage in der Zwischenzeit schon 50 andere Filme gedreht hat, eigentlich... Dass ich bin nicht nur der Johnny von Eis. Verstanden. Verwunderlich nur, der aktuelle Song ist bereits der zweite Versuch, mit eisigem Antrieb den Schlagerhimmel zu erstürmen. Und im Frühjahr wollte der israelische Schauspieler im Til Schweiger Remake Manta Manta 2 einmal mehr als eisverkaufender dicker Johnny auftreten. Eigentlich, denn die Szene wird kurz vor Veröffentlichung einfach wieder rausgeschnitten. Aber warum landet der angebliche Tausendsasser am Ende doch immer wieder beim Eis? Mit deinem großen Erfolg auf deine erste Rolle, dann denken sie alle immer auf diese Rolle. Du wirst bekannt von das. Und wenn du versuchst, anders zu spielen, dann sagen sie, ja, aber ich liebe, wenn er war, das. Aber... ist lieber bekannt sein von etwas, als nicht bekannt sein. Wie das Ruhrpott-Publikum auf die erneute Eisoffensive reagiert, hat er alle Hände voll zu tun. Superfan Dirk ist extra 2,5 Stunden angereist und hat mit einem Rucksack voll Platten von seinem 25-köpfigen Eis am Stiel-Fanclub allerhand Arbeit für sein Idol im Gepäck. Klar, ich habe noch mehrere Sachen. Aber ich kann nicht noch mehr dort nehmen. Ich habe überlegt, mal nach Israel zu fliegen für ein Wochenende und zu gucken, ob ich da vielleicht noch welche kriegen kann, die auch mitgespielt haben. Ich wüsste ja aber nicht. Da muss schon darüber fliegen. Hier kriegen der Oldenburger und seine Feinmitstreiter jetzt aber gleich Sachi Neus großen Schlagerauftritt auf der Supermarktbühne. Und nervös? Ich bin gewohnt. Sie liebt mich. Da kennt einer seiner Fans wohl ganz genau. Hawaii-Hemd, Föhnfrisur und dann noch als fürs Publikum. Gelsenkirchen ist begeistert. Super. Ich finde es toll, dass wenn ältere Leute noch so Vollgas geben. Zu Hause sind sie ja und so sind Sachi Neu, seine Paraderolle und Eis am Stiel auch nach über 40 Jahren zumindest für einen Augenblick wieder in aller Munde.